Gott segne dich, mein Kind. Knie nieder. Vor dem Herrn. Mogelkönig am Arsch, ey. Bin auf einem guten Rätsel, du. Stil. Kann ich lesen. Diese Bilder, die mache ich fertig. Diese Bilder machen mich echt fertig. Sieht so kacke aus, dieser Anzug. No cops. Na, wie sieht's aus? Was geht ab? Klar, ich mach eh 10 Selfies täglich. Yeah, das ist nett. Schick! Ich warte auf den Mathematikwettbewerb. Klar, machen wir ein Selfie. Die sind nett. Vielleicht, weil ich schon so beliebt bin, aber trotzdem, die sind nett. Ja, danke. Stellst du wieder irgendeinen Scheiß an? Jede Wette. Hey, kannst du das? Okay, aber mach keinen Scheiß, ja? Na schön. Okay, Schluss mit dem Scheiß, ein für alle Mal. Echte wütend, echte Kunst wieder. Ah, okay, ja. Hashtag wütend, Hashtag oh Jesus, Hashtag Arschlappen. Sexfax da, ey. Haben sie glauben, dass ich so aus dem Bett gerollt bin. Hashtag natürlich Schönheit. Hashtag Mädchen sind witzig. Hashtag Schule ist kacke. Hashtag lol. Hier kannst du die Selfie bitte löschen, außer du findest, ich sehe gut aus. In dem Fall lösche ich es bloß nicht. Ja, die sieht gut aus. Hashtag original Schiss. Alles klar. Dieses Superheldenspiel ist lahm. Was?
Komm morgen wieder, ja? Okay. Mann, ich brauche meinen Jugendkite-Begleiter. Oh, hi, okay. Du bist der Neue, richtig? Oh, gut, danke fürs Kommen. Nimm Platz. Mit mir als Vertrauenslehrer kannst du über alles reden, okay? Verstehe ich richtig, dass du über dein Geschlecht reden willst? Was? Okay, also ich bin geschult in Geschlechtsfragen, okay? Du musst keine Angst haben. Okay, mein Kind, es ist wirklich einfach, wenn du über dein Geschlecht reden willst, dann... Du fängst an, indem du sagst nur, ja, ich bin Junge oder Mädchen oder was anderes. Lass dir Zeit, okay? Ich liebe das Spiel. Okay, ich wäre so weit. Was soll ich sagen? Also männlich oder sonstiges? Wann immer es dir passt. Ich meine, das ist Mackie. Scheiß auf männlich, ich meine, sonstiges. Sonstiges? Du meinst, dass du weder Junge noch Mädchen bist? Du glaubst also nicht, dass du ein Geschlecht hast? Okay, warte einen kleinen Moment, ich muss deine Eltern anrufen. Das dauert nicht lange. Hallo, hier ist Mr. Mackie, der Schulpsychologe. Ja, hi, ich habe Ihr Kind hier in meinem Büro und, Ihr Kind hat mir gerade erzählt, dass es sich identifiziert als geschlechtsneutral. Oh, das wussten Sie. Okay. Also nein, gar nicht. Es ist nur, dass jeder gedacht hatte, dass es ein Junge ist. Okay. Ah, nein, das ist super. Das ist gut zu wissen. Ich glaube, ab jetzt kann ich wirklich vielleicht helfen. Recht herzlichen Dank. Okay. Wiederhören. Okay. Okay, das ist meine Überraschung. Aber es ist gar nichts falsch daran, sich nicht männlich oder weiblich zu fühlen. Man kann das Geschlecht haben, das man will, okay? Selbst wenn es keins ist, das ist okay, total. Sei vorsichtig, okay? Denn es gibt viele Leute, die dich nicht so akzeptieren werden, wie du bist. Und mit denen musst du fertig werden, okay? Also komm jederzeit wieder. Ah, herrlich. Oh, hallo Neues. Ah, wie herrlich. Das ist der Penisgröße von Jungen. Schrott. Alter, was ist los mit diesem Jungen? So, und jetzt kann ich wahrscheinlich mein Geschlecht ändern, ne? Ich weiß, das war der Test. Ich wäre so weit. Sei vorsichtig, wann immer es dir passt. Es gibt viele Leute, die dich nicht so akzeptieren werden, wie du bist, und mit denen musst du fertig werden. Okay, also komm jederzeit wieder. Es ist geil. Ah. Das muss ich mir gerade mal angucken. Charakterbogen. Ich bin jetzt ein Cis-Mann.
Ja, was geht's denn, wenn man als weiblich eingesehen werden will? Das ist furchtbar gut, das ist einfach zu geil. Ich meine, die Musik, die ist aber so krass. Ach so. Im Prinzip haben wir Transweiblich. Okay, denn es gibt viele Leute, die dich nicht so akzeptieren werden, wie du bist, und mit denen musst du fertig werden. Okay, also komm jederzeit wieder. Ja, komm, ich bleib bei Cisgender. Cis-Mann. Sei vorsichtig, okay, denn es gibt viele Leute, die dich nicht so akzeptieren werden, wie du bist, und mit denen musst du fertig werden, okay? Also komm jederzeit wieder. Es ist einfach zu geil. Schau, schau, schau! Das ist doch ein Cisgender-Junge! Solche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Lass uns dieses Ding ordentlich begrüßen! Ich prügle dich zum Hetero, so wie Harry damals, 94. Wenn du Amerika nicht liebst, kriegst du was auf deinen Sozialistenarsch. Jeha! Jetzt steht's fest, euch zu verprügeln war echt eine gute Entscheidung. Das sah beim Essen appetitlicher aus. Das Superheldenzeug scheint dir zu gefallen, hä, naja? Das nenne ich eine Ansage. Ich sag mal auf für dich, Alter. Hiernach sehnst du dich nach Daddys Gürtel. Ich bin drin. Okay. Hier. Das habe ich gebraucht. Ich bin dran. Wird mir nicht egaler sein. Der Treffer reicht für einen Home Run. Unfair. Das habe ich kaum gesehen. Ich will die nicht stechen. Was, wenn ich allein davon schon betrunken werde? Keine Angst. Ist nur ein Vorgeschmack auf deine Zukunft. Nein. Au, meine Nase! Da möchte man echt in die Stratosphäre aufsteigen und diese Kotzbrocken atomisieren! Der macht das. Piu, 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 piu. Sind wir fertig? Bilderbuchlandung. Du machst das ziemlich gut, Neuer. Komm zum Kohlversteck, wir sollten deinen Charakter ausbauen. Kohlende. Yeah.
Das ist aber super. Ja, Mr. Becky, ich glaube, mein Geschlecht hat sich total verändert. Heute wird richtig schön Verwirrung stiften. Chaos vom Feinsten. Ach so, nee, hier. Was kann ich denn da machen? Wahrscheinlich jetzt noch nichts. Okay, das Klo muss ich noch freischalten. Ist ein bisschen ekelhaft. Stört den Fluss des Chaos. Kampfvorteil. Gerechtigkeit von oben. Hau sie weg, Neuer. Oh. Ah, mein Saugrüssel steht offen vor Erstaunen. Alter, du übertreibst brutal. Dann haben wir schon mal einen aus dem Spiel rausgenommen. Okay, ich brenne. Nur Wahnsinn und Chaos erwarten dich. Wir sind wie die Heuschrecken. Scheiße gelaufen, Neuer. Zack. Ich gönn mir ein bisschen Blut. Ich dann mal auf, wenn ich dran bin. Light ist ein Freund von Chaos. Unordnung obsiegt! Ah, fuck. Also los! Oh, ich hab was für dich. Sind Superkräfte nicht klasse? Nenn es wie du willst. Ich prügle bloß die Scheiße aus Scheißkerl raus. Ich hab gewonnen. So Leute, das war's mal wieder mit der heutigen Folge South Park. Falls sie euch gefallen hat, schreibt's doch bitte in die Kommentare oder bewertet dieses Video.
Ansonsten könnt ihr uns ja noch abonnieren und die Glocke einschalten, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ansonsten würde ich sagen, wieder schauen, reingehauen.